Hallo, Hallöchen und ganz, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, so ein Hot Tube, Badefass, Badezuber, Hotpool, wie auch immer man die Dinger nennen mag, war schon immer mein Traum gewesen. Und den habe ich mir nun erfüllt. Vom Bestellen bis zum Baden dauert eine ganze Weile, jede Menge ist vorzubereiten. Wo bestelle ich den, wo soll er stehen, wie soll er stehen, auf was soll er stehen, welche Ausstattung brauche ich wirklich, was für ein Ofen ist notwendig und dies und jenes. Und natürlich, was kostet dieser Spaß? Diese ganzen Infos gibt es jetzt gleich hier bei mir zu hören und zu sehen. In ein paar Sekunden geht's los. Füße hoch, bleibt dran, es lohnt sich. Und vor allem, habt ganz viel Spaß dabei. Da ist er auch schon, mein Hot Tube kommt direkt aus Litauen hier am 1. November angefahren. Sehr freundlicher Fahrer hat sich vorher bei mir telefonisch angemeldet und das in einem perfekten Englisch. Da kam ich mit meinem perfekten Village-Englisch fast nicht mit. Am 7. Juli vorigen Jahres habe ich ihn bei Timmerin in Litauen bestellt und kurze Zeit später die Hälfte des Kaufpreises angezahlt. Und na klar, auch ich hatte ein bisschen Bedenken deshalb, aber die durchweg positiven Käuferfeedbacks und der sehr transparente Internetauftritt wischten die Zweifel im Großen und Ganzen weg. Und das zu Recht, denn ich bestellte nachträglich noch den Abladeservice dazu, da sind hier aber meine Kumpels und ein paar Tage später tauschte ich auch noch meinen 22 kW Ofen gegen den größeren 40 kW Ofen um, denn ich habe halb Meter Holzscheite und dieser Tausch war das Beste, was ich machen konnte. Dies alles wurde mir sofort, na gut, innerhalb von Stunden per Mail bestätigt, die zusätzliche Summe wurde angezeigt und kam auf die Endabrechnung. Kommen wir gleich zu. Am 25. Oktober bekam ich eine Mail mit der Nachricht, dass mein Hotpool versandbereit ist. Angehängt waren drei Bilder davon, diese hier zum Schauen, ob alles meinen Wünschen entspricht. Das tat es, ich überwies die restliche Summe, insgesamt waren das dann etwas über 4.100 Euro und das Ergebnis seht ihr gleich. Das Rumfahren und eigentliche Aufstellen war am 6.12., also Nikolaustag. Vorher aber gab es eine Menge zu tun, dass bis dahin alles fertig war und das war nicht gerade wenig. Ich malerte die Fassade vom Giebel, weil ich später mit Leiter nicht mehr richtig rankommen würde. Viel, viel früher aber baute ich schon diese kleine Terrasse und die Erde, die ich dafür ausheben musste, kam auf einen extra Haufen. Nach und nach hakte ich kleine Steine und alles Mögliche auf die eine und den reinen Mutterboden auf die andere Seite. Später dann füllte ich diese schöne Erde an der Terrasse wieder auf und weil ich hier noch viel früher wegen meinem neuen Glasfaserkabel aufgebuddelt hatte und auch hier noch Erde fehlte, machte ich daraus gleich noch ein extra Video. Kommt bald in die Kinos mit dem Namen Rasen ausbessern oder so ähnlich und warum mein Husky-Trecker und drei Kisten Freiberger darin eine nicht unerhebliche Rolle spielen, das verrate ich hier und heute natürlich noch nicht. Hätte ich ja fast vergessen, mittendrin in diesen Arbeiten, der Aufstellort für den Hotpool war endlich entschieden, pflanze ich auch gleich noch Bambus als Sichtschutz. In circa 2-3 Jahren ist das eine kleine Hecke und nun erst bereitete ich den Untergrund vor. Ja, so hat die, sagen wir mal, Abfallerde noch einen richtig tollen Nutzen gefunden, als Mineral hier völlig ausreichend. Und das verteilte ich nun erst einmal. Den eigentlichen Untergrund brauchte ich nicht zu verdichten, weil das ja früher mal ein kleiner Parkplatz war. Und noch viel früher stand ja mal ein großer Schuppen mit landwirtschaftlichen Geräten drin. Alles durch Pferde angetrieben und eine Kutsche stand da auch noch drin. So ändern sich die Zeiten. Da nahm ich so Pi mal Daumen Maß. Natürlich sollte der Untergrund etwas breiter sein als der eigentliche Hotpool. Und so genau kommt das auch nicht drauf an. Hauptsache im Radius größer als der Pool. Da machte ich mir auch nicht so eine Gedanken drüber, was soll da schon passieren. Jetzt brachte ich das Ganze so richtig schön in Waage, natürlich in alle Richtungen. Und das sollte schon nahezu perfekt sein, umso weniger Trödel hat man später beim Ausrichten des Pools. Danach muss das alles hier sehr gründlich verdichtet werden und wer wie ich keinen Rütter zur Hand hat, keine Sorge, solch ein Stampfer, ich glaube der hat so 60 Euro gekostet, reicht ja völlig aus. Ihr müsst bloß genug stampfen, immer wieder in alle Richtungen, da kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen. Übrigens, fasst mein Pool nachher so fast 1600 Liter Wasser, ohne Inhalt wiegt der Pool gute 150 Kilogramm und ja, je nachdem wer zu Besuch kommt und planschen will, könnt ihr es dann so super hochrechnen. 6 Leute Minimum passen da gut und gerne rein und wenn ihr dann insgesamt doch über 3000 Kilogramm kommt, dann vielleicht doch eine Rüttelplatte benutzen. Spart aber Wasser und Holz, das ist der Vorteil dabei. So einigermaßen glatt und gerade ist das schon, aber ein paar entscheidende Feinheiten fehlen da noch. Ich habe da noch ein paar Karren von diesem feinen Split übrig und dieser diente mir vor einiger Zeit als Ausgleichsuntergrund und zum Verfugen für meinen Pflasterklinker. Und da war ich so begeistert von, wie einfach das doch geht und für diese Sache hier den Hotpool ist das genau das Richtige.
Nach dem Verteilen bringe ich das erneut alles perfekt in Waage und will die Zeit bisschen nutzen, paar Worte noch zum Hersteller Timmerman zu sagen. Es gibt ganz verschiedene Sorten von Badefässern, rundeckig, oval, Außenofen, Innenofen, ohne Ofen, mit Holz, elektrisch, mit Gas, mit Licht, mit Sprudel, mit Filter und wie bei mir ohne alles. Sauna für draußen als Fass, eckig mit Scheibe zum Raus- oder Reingucken und sogar auf Autoanhänger zum Hin- und Herfahren. Es gibt Gartenhütten, die könnt ihr auch im Wald oder auf einer Wiese aufstellen und das Beste, das alles könnt ihr frei konfigurieren, sogar 3D-Ansichten sind dabei. Unzählige Varianten können so entstehen in einer super Qualität und das auch noch so einigermaßen bezahlbar. Den Link zu Timmerin und noch einigen anderen Sachen findet ihr wie immer unter meinem Video in der Videobeschreibung. Wenn Interesse da ist, schaut da einfach mal rein, es lohnt sich und hier geht's jetzt einfach weiter. Ja Freunde, so etwas habt ihr wohl noch nie gesehen. Perfektionismus in seiner Reinform mit Katze vorneweg und das einen Tag vor Heiligabend. Ohne Quatsch, das funktioniert wunderbar mit einem breiten Besen. Ich weiß zwar nicht, ob das Pflasterprofis auch so machen, keine Ahnung, aber das hat schon damals beim Pflastern bei mir super funktioniert und an Bewerten soll man festhalten. Untergrundbauen nähert sich dem Finale und eigentlich wollte ich solch Matte aus einem Stück irgendwo bestellen. So etwas gibt es, aber das war auch ziemlich teuer. Und genau in diesen Tagen war ich mal wieder in meinem Turmbaumarkt und wie es der Zufall so will, stolperte ich genau an diesen Matten vorbei. Das war echt super, 2x1 Meter, 8 mm stark für 20 Euro, Herz, was willst du mehr? Das war ein Wink Gottes, könnte man meinen. Ich kaufte erst 5 Matten, später kurz vor dem Baden nochmal 3 dazu, als provisorische Umrandung und bin bis heute richtig zufrieden damit. Das Material ist auch so wie das unter vielen Waschmaschinen bei euch, dass die enormen Schwingungen absorbiert werden können. Es ist wasserdicht, stabil, Unkraut kann da auch nicht durchkommen und es verrottet nicht. Also perfekt für diese Zwecke. Aber dann etwas später zur Sicherheit habe ich die Stöße dann doch noch überlappt. Jetzt aber zurück zum Hottube-Aufstelltag, wieder Nikolaus, 6. Dezember. Der Hottube wird befreit und hier seht ihr schon die 5 Aufstellpunkte, die sind aus Holz. Vorne kommt nun der 30 kg schwere Deckel ab und wir sahen zum ersten Mal das Innenleben und ich war total begeistert. Hier sind die 5 Auflagepunkte sehr gut nochmal zu sehen. Einer in der Mitte und die anderen 4 am Ende vom Holzkreuz einfach angeschraubt. Wir kippten den Pool um und ich hatte vorher versprochen, wenn das soweit ist, gibt es eine Kleinigkeit zu trinken. Freiberger, was sonst und ein bisschen Sekt. Bisschen Zeit verging, es war nun doch schon irgendwie richtfest geworden und der Pool wurde schon mal trocken getestet. Zu dritt stellten wir dann den Pool auf den richtigen Untergrund und ich war glücklich und zufrieden. Und am nächsten Tag schneite es sogar, hier bei uns sehr selten und deswegen besonders schön anzusehen. Schnee und ein Hotpool, aber der war ja noch nicht fertig. Ein paar Tage später, am 14. Dezember, richtete ich den Pool aus. Dafür habe ich 5 Aluminiumbleche aus diesem Blech zugeschnitten und dies sollte als Untergrund für die Pflasterklinkersteine dienen. Pflasterklinker werden gebrannt und nehmen so später kein Wasser auf, das ist sehr wichtig. Und hier seht ihr den Auflagepunkt in der Mitte, etwas größer und der ist natürlich schon früher, ganz genau am 6. Dezember entstanden. Ohne Begleitung der Kamera, ich schieb die Schuld jetzt mal auf Freiberger. Bisschen drehen konnte ich das auch noch, das ging alles wunderbar. Und jetzt schob ich das Alublech mit den Steinen unter den ersten der 4 äußeren Auflagepunkte. Das auch noch ein bisschen ausgerichtet und schon war das hier erst einmal fertig. Das funktionierte super. Mit dem 2. Auflagepunkt ging noch einfacher, weil das Ganze ja hinten noch in der Luft hing. Beim 3. Auflagepunkt fütterte ich vorher ein bisschen was unter. Zum Hebeln nahm ich dafür einen Kuhfuß oder ein Stück Latte und das ging auch ganz gut. Dann wieder ausgehebelt den Pool, Unterlegdinger alle weg und Auflagepunkt 3 außen war Geschichte. Auflagepunkt 4 außen ging im Prinzip genauso über die Bühne und ganz im Ernst, ich hatte mir das etwas schwieriger vorgestellt. Das unten war erst einmal in Ordnung, aber nun bekam das alles mit der langen Wasserwaage noch den Feinschliff. Viel war es nicht, aber an einer Stelle musste ich nachjustieren und die längste Zeit nahm das Suchen nach einem passenden Stück Holz in Anspruch. Irgendwann fand ich es in meinem Holzlager untergeschoben, hier passte es schon mal. Noch einmal nachgemessen an verschiedenen Stellen und ich war mit meiner Arbeit mehr als zufrieden. Jetzt seht ihr da diese grüne Plane, die habe ich mir extra für knapp 20 Euro gekauft. Findet ihr auch in meiner Videobeschreibung. Die kommt unter den Deckel, denn nicht immer ist eine helfende Hand da, um den Deckel aufzusetzen. Alleine schafft man das nicht, ohne den Pool zu zerkratzen. Deshalb diese sehr robuste Plane drunter aufgespannt und wer es mag, kann dann den Deckel einfach raufschieben. Ich lasse den Deckel nun mittlerweile immer ab. Mittig der Plane habe ich ein kleines Loch gestoßen, Regenwasser kann ablaufen aus dem Pool, auch wieder raus, bei Frost passiert auch nichts, alles bestens, die Plane ist Top-Qualität.
17. Dezember Aktion Ofen aufstellen. Mit einer Sackkarre einfach rangefahren, abgestellt und die Schutzfolie vom Ofen entfernen. Dann auch noch dem Aufkleber innen nicht vergessen abzuziehen. Und jetzt fahre ich schon die zwei Aussatzsteine für den Ofen heran. Die sind aus dem Hagebau, einer kostet so um die 8 Euro und damit habe ich vor einigen Wochen eine Holzbegrenzung für meinen neuen Kamin erstellt. Das Video über den Kamin kommt später, die beiden Sachen seht ihr aber nachher schon kurz. Ofen wieder weg, den ersten Stein schon mal hingelegt und ein bisschen ausgerichtet. Das geht am besten mit einer langen Wasserwaage und die Schläuche müssen so ungefähr mit der Kante des ersten Steins übereinstimmen. Dann den Ofen ausgemessen und den zweiten Stein gesetzt. Ihr könnt das hier schon ganz gut erkennen, der Ofen hat an der Unterseite Füße und ungefähr in dem Abstand müssen die Steine sich befinden. Das wird nicht gleich ganz genau klappen, das perfekte Ausrichten kommt zum Schluss, auch bei mir. Den ersten Stein habe ich jetzt schon mal ausgeglichen, was untergelegt, in Waage gebracht. Den Ofen jetzt wieder darauf boxiert und das sieht auch schon mal ganz gut aus. Die zwei mitgelieferten Klemmen auf die beiden Schläuche gesteckt, das dürft ihr nicht vergessen, doppelte Arbeit sonst, das muss nicht sein. Und nun schmiere ich mit Biospülmittel von Frosch die Außenseiten der Stutzen und die Innenseiten der Schläuche ein. So flutschen später die Schläuche einfach so auf die Stutzen drauf, im besten Falle. Schläuche habe ich angesetzt und nun ruckel ich den Ofen Richtung Pool und hoffe, dass alles recht einfach geht. Und wie das geht, ein Träumchen. So einfach habe ich mir das nun wirklich nicht vorgestellt. Das war richtig schön, da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt. Wunderbar alles. Unter dem unteren Schlauch kommt provisorisch erst einmal ein Stein, dass der Schlauch am Holz vom Pool anliegt. Schlauchstelle schon mal rangeschoben und hier könnt ihr das schön sehen, dass ich das extra so gebaut habe, dass der untere Schlauch ein klein wenig Gefälle Richtung Ofen hat. Gleich ein bisschen mehr dazu. Jetzt die obere Schelle auch über den Stutzen geschoben und die beiden Schellen schön festgezogen. Alles hier funktioniert per Schwerkraft, ganz ohne Pumpe, wie durch Zauberei. Kaltes Wasser bleibt unten, dagegen möchte sich erwärmtes Wasser ausdehnen, steigt dadurch nach oben und so entsteht dieser natürliche Kreislauf. Der untere Schlauch in Waage, das funktioniert natürlich auch, aber ich lasse das kalte Poolwasser etwas tiefer in den Ofen strömen, da verspreche ich mir etwas mehr von. Und dass das super funktioniert, seht ihr, wenn das Licht angeht. Natürlich nicht, sondern wenn das Wasser dampft. Der Ofen muss jetzt noch ein bisschen ausgerichtet werden, denn exakt in Waage steht er noch nicht. Dazu verwende ich einfach einen Wagenheber und so kann ich den ersten Stein schon mal auf Kante bringen und auch ein wenig in die Höhe. Noch einmal gemessen, fehlt noch was, also schneide ich mir aus dem Rest dieser Unterlegmatten noch was zurecht und lege das gleich unter. Wagenheber wieder runter und jetzt passt das Ganze perfekt, so muss das sein. 23. Dezember, Zubehör, Anbauteile und dazu gehören der Schornstein, die Schornsteinhaube, Kugelhahn für Wasser mit Dichtungsband und das Umrührpaddel, was außerordentlich wichtig ist. Jetzt die Schornsteinteile von der Verpackungsfolie befreien und danach dann geht recht mühselig die Schutzfolie entfernen. Kleiner Tipp, je wärmer der Raum, umso besser geht die ab. Und im Hintergrund seht ihr diese Steine aus dem Hagebau. Vier waren übrig, auf zweien steht jetzt der Ofen drauf, habt ihr eben gesehen, und auf den restlichen zweien steht jetzt die Einstiegstreppe aus Holz. Zweiter Weihnachtsfeiertag, es ist fantastisches Wetter, aber ganz schön kalt. Da kann man schon mal einen Schornstein aufsetzen. Hier noch mit der Regenhaube zum Anschauen, die ich aber später aus ganz bestimmten Gründen weglasse. Zum einen zieht der Ofen besser und zum anderen fliegt eventuell Asche nicht gleich unmittelbar in den Pool. Regenwasser, Kondenswasser fließen durch ein Loch im Ofen sowieso ab, das seht ihr gleich. Der Ofen ist aus Edelstahl und sehr gut verarbeitet, wie ich finde. Wenn Schweißnähte in Ordnung und sauber sind, dann hat solch Teil sowieso schon bei mir gewonnen. Knapp 60 cm langes Holz passt rein und für mich genau das Richtige. Breit ist er gut 30 cm und das Holz liegt auf einem Edelstahlrost. Aschekasten ist natürlich auch aus Edelstahl, dient hier aber auch zur Luftregulierung beim Heizen. Und was ich auch richtig gut finde, ist, dass sich das Rost auch rausnehmen lässt. Alles wohl durchdacht, einfach und praktisch. So soll das sein. So, kleine Fahrt noch mit der GoPro, auch immer wieder schön zu sehen, denn die dringt in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und da ist das auch schon, nicht das schwarze, sondern das kleine Loch, aus dem später Regenwasser und auch noch dreckiges Kondenswasser entweichen kann. Jetzt fehlt nur noch eins, Schlauchanschluss zum Kugelhahn. Von diesem komischen Dichtband bin ich überhaupt kein Freund von, aber war nun mal dabei, was auch sehr praktisch ist und deshalb benutze ich das auch. Im Uhrzeigersinn und vom Anfang des Gewindes zum Ende hin das Dichtband ein paar Mal raufgewickelt, dann Kugelhahn aufgesetzt und mit einer größeren Rohrzange festgezogen. Paar Mal rum und dann reicht das schon aus. Jetzt brauche ich nur noch den Anschluss für den Gartenschlauch. Das eine Teil von Gardena, was ich gekauft habe, hat nicht gepasst. Da habe ich mich vertan, das kommt im hohen Alter nun auch mal vor. Statt 0,5 Zoll war das Ding jetzt plötzlich 3/4 Zoll.
kaum zu glauben. Aber zum Glück hatte ich noch einen Zoll Doppelnippel. Zwar nicht so elegant, aber ich kam erst einmal weiter. Das Gewinde raute ich ein bisschen auf. Das erfüllt den Zweck, dass der Hanf besser auf dem Gewinde haftet und sich nicht mitdreht. Wie beim Dichtband auch, vorne angefangen und dann im Uhrzeigersinn nach hinten drauf gedreht. Zum Schluss kommt dann noch ein bisschen Neophamid als Dichtmittel drauf. Das war's ja auch schon. Und auf die beiden Seiten der Gummidichtung von diesem Zoll auf Halbzoll Anschlussstück kommt auch noch ein bisschen Neophamid drauf und dann sollte das alles funktionieren. Hanf und Neophamid gibt's in jedem Baumarkt, kostet auch nicht die Welt. Beides schon ein bisschen zusammengeschraubt, Zange geschnappt und raus geht's. Die beiden Teile jetzt an den Kugelhahn angesetzt und so weit wie möglich mit der Hand schon mal aufgeschraubt. Dann mit der Rohrzange zuallererst den Doppelnippel fest eingeschraubt und erst wenn das erledigt ist, mit viel Gefühl das Anschlussstück aus Plastik festschrauben. Nicht übertreiben, sonst kann das auch aufreißen. Die Treppe hier, die ist auch gleich bei der Lieferung mit dabei. Irgendwann kurz vor dem Baden habe ich die dann aufgestellt. Jetzt geht's los, Freunde. 28. Dezember, es ist Winter, Baden ist angesagt. Wasser muss in den Bottich und zwar fast 1600 Liter. Dauert eine Weile, gute 2 Stunden. Der Weg ist weit, die Leitung dünn, die Pumpe etwas schwach, aber das stört jetzt nicht. Und schon blubbert das in den Bottich hinein. So geht das jetzt munter weiter und erst wenn der Wasserstand das obere Loch vollständig überschritten hat, dann ist auch der Ofen vollgelaufen und das Anheizen kann beginnen. Wir warteten aber noch, bis der Pool vollständig gefüllt war und heizen erst dann an. Diese Karre hier habe ich schon einen Tag vorher vorbereitet, das Thermometer schon ein paar Tage vorher gekauft, der Kamin bullert, Wasser im Pool hat so 12 Grad und nun kann das endlich losgehen. Zuallererst kommen da ein paar zusammengeknüllte Zeitungsseiten hinein, darauf dann ein paar Stücke Pappe, danach ein paar ganz klein gehackte Stücke Holz und zum Schluss dann ein paar größere Stücke Holz. So mache ich das beim Kamin auch immer und das hat sich sehr gut bewährt. Stella, vielen von euch schon bekannt, entzündet die olympische Flamme und schon raucht der Schornstein munter vor sich hin. Zuluft bekommt das Ganze einfach durch den Aschekasten, einen Spalt geöffnet lassen und dann funktioniert das schon. Immer wieder nachlegen, richtig Zunder geben dem Fuchs, das Wasser umrühren nicht vergessen. Und bald qualmt nicht nur der Schornstein, sondern auch das Wasser. Und je nachdem wie gut ihr es drauf habt, so gute 2 Stunden später ist es dann soweit. Das Wasser hat nun knapp 40 Grad, so soll das sein. Und für den ersten Badetag hat das wirklich alles wunderbar geklappt. Stella genoss dieses Erlebnis in vollen Zügen, später im Dunkeln ich dann auch. Und nur ein paar Tage später kam dann auch die lang ersehnte Verstärkung und es gab eine richtig kleine Poolparty. Was für ein Spaß. Die Anbauteile aus Holz zum irgendwas raufstellen brauche ich nicht. Dafür reicht der Rand vom Pool völlig aus, habe ich ja vorhin schon gezeigt. Was jedoch zu beachten ist, dass ihr bei starkem Frost unbedingt auch den Ofen entleeren solltet, also diese Kappe hier einfach abschrauben und gut ist. Da der Ofen bei mir auch noch etwas tiefer steht, ist da auch noch jede Menge Wasser drin. Bleibt dies drin, kann der Ofen bei Frost Schaden nehmen. Um das alles zu vereinfachen, habe ich hier einen KFE-Hahn, die Übersetzung heißt Kessel, Füll- und Entleerungshahn rangeschraubt und über diesen könnt ihr den Pool natürlich auch befüllen, wenn ihr wollt. Alle diese Anbauteile, Zubehör und so weiter findet ihr in meiner Videobeschreibung oder auch in jedem guten Baumarkt. So Freunde, das war's jetzt aber und ich brauche euch ja wohl nicht zu sagen, dass ich wirklich super zufrieden mit meinem Hot Tube von Timber'n bin. Der bereitet nicht nur mir sehr viel Freude und Wohlbehagen und das garantiert nicht nur im Winter. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen, war mir eine große Ehre euch das hier zu zeigen. Wenn's gefallen hat, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, nichts mehr verpassen, belohnt meine Mühen, Daumen hoch zu einem positiven Feedback, ich würde mich sehr darüber freuen. Schreibt was Sinnvolles in die Kommentare, die werden alle beantwortet. Genießt euer Leben, wo auch immer ihr seid und habt einfach eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder, das nächste Mal mit der großen Rasendünger-Hitparade. Bis dahin, macht's gut, bye bye, tschüss und ciao. Okay, hier. Ah! Los, jetzt ein bisschen rumschreiben. Das ist einfach auf meinen Kopf.